In dieser Übung erlernen Sie die praktischen Fähigkeiten, die Sie benötigen, um ein Vorhaben mit offenen Daten und GIS umzusetzen. Die Hinweise, die Sie hier erhalten, helfen Ihnen auch bei den Fallbeispielen. Wie in den meisten Übungen von OpenGeoEDU werden Sie etappenweise durch die Übung geführt. Zunächst werden Sie sich selbstständig auf die Suche nach offenen Daten begeben. Haben Sie sich überlegt, was Sie tun, dann macht es Sinn, Ihr Vorhaben auch zu modellieren. Im Folgenden sollten die Daten so aufbereitet werden, dass sie mit GIS im nächsten Schritt analysiert und ausgewertet werden können. Im folgenden Schritt sollten Sie diese Daten auch visualisieren, meistens als eine Karte. Und zu guter Letzt erarbeiten Sie einen eigenen Text, der Ihre Interpretation und Dokumentation dieser Arbeit enthält, den Sie bitte als wissenschaftlichen Beleg bei uns einreichen. Beginnen wir also mit der Datenrecherche. Dieser Teil wird häufig unterschätzt, denn trotz dem großen Überangebot an Informationen, die man im Netz hat, ist es häufig gar nicht so einfach, den richtigen Datensatz für ein spezielles Vorhaben zu finden. Denn wie versteckt man wohl einen Elefanten? Natürlich in einer Herde von Elefanten. Bei der systematischen Suche, die in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, kann Ihnen unser Open Data Portal helfen. Sie haben Sie hier eine Übersicht von über 300 Datenportalen, die Sie als Ausgangspunkt für Ihre Suche nutzen können. Doch es gibt große Unterschiede zwischen den Open Data Angeboten. Um Sie für diese zu sensibilisieren, haben wir vor der größeren umfangreichen Übung, auf die ich gleich eingehe, eine kleine Übung eingeschoben, bei der Sie zwei Städte miteinander vergleichen sollten, die etwa gleiche Einwohnerzahlen haben. Hier im Bild sehen Sie Krefeld und Rostock. Anhand eines von uns vorgegebenen Fragebogens sollen Sie die Datenangebote vergleichen in Hinsicht Handhabung, Thematik und Offenheit der Daten unter anderem. Und anhand dieses Fragebogens und Ihren eigenen Kriterien sollen Sie dann auch wieder einen kurzen wissenschaftlichen Beleg erstellen und den bei uns einreichen. In unserer umfangreicheren Übung zum Thema Verwaltungsgarten geht es darum, dass Sie einen amtlichen Datensatz von Geobasisdaten mit einer amtlichen Statistik verknüpfen. Ergebnis diesen und der dazu mit verbundenen Auswertung sind zwei Karten und natürlich Ihr wissenschaftlicher Beleg. Exemplarisch werden in unserer aktuellen Klick-für-Klick-Anleitung die Verwaltungsgrenzen Deutschlands auf Gemeindeebene mit Einwohnerzahlen verknüpft. Als fortgeschrittener GIS-Nutzer sind Sie dazu angehalten, nach eigenen Daten zu suchen und kreative Ideen darüber hinaus zu entwickeln. Sind Sie sich über Ihre Vorgehensweise im Klaren, macht es Sinn, Ihr Vorgehen grafisch zu modellieren. Dabei helfen UML-Diagramme, wie zum Beispiel dieses Klassendiagramm, welches die verwendeten Daten in unserer Anleitung erklärt, sowie ihre Attribute und wie diese miteinander verknüpft sind. Ein Aktivitätsdiagramm für dieses ist von Nutzen, wenn Sie Datenflüsse oder Kontrollflüsse modellieren wollen, also die Abfolge und einzelnen Schritte in Ihrer Analyse darstellen wollen. Kommen wir zum Gegenstand der Auswertung. Die Verknüpfung von Geodaten mit einem direkten räumlichen Bezug mit Fachdaten, die normalerweise nur einen indirekten räumlichen Bezug haben, erfolgt in der Regel durch einen Left-Join. Im Idealfall besitzen beide Datensätze einen Verwaltungsschlüssel, den wir zum Verknüpfen mit Hilfe dieses Joins nutzen können. Dazu haben wir auch ein Erklärvideo zum Thema Join. In unserem Beispiel beziehen wir die Verwaltungsgrenzen Deutschlands von der Website des Bundesamtes für Kartografie und Geodäsie. Die Attributtabelle enthält unter anderem eine Spalte mit dem amtlichen Regionalschlüssel, der 12 Stellen hat.
Diese Tabelle wollen wir mit Einwohnerzahlen aus der Regionaldatenbank der statistischen Ämter des Bundes und der Länder verknüpfen. Die Tabelle enthält ebenfalls eine Spalte mit dem Namen Schlüssel, die fast, aber nicht exakt dem achtstelligen amtlichen Regionalschlüssel entspricht. Es ist allerdings möglich, aus den beiden Datensätzen jeweils den amtlichen Gemeindeschlüssel abzuleiten, den wir für die Verknüpfung verwenden. Es folgt der eigentliche Left-Join. Für jede Zeile in der Attributtabelle A werden Spalten für Bevölkerungszahlen angelegt und, sofern vorhanden, mit den entsprechenden Werten aus der Tabelle B befüllt. In diesem fiktiven Beispiel, das der Illustration dient, enthält die Attributtabelle und das Ergebnis zwei Einträge für die Gemeinde Eckstedt. Dies kann vorkommen, wenn mehrere einzelne Geometrien einer Gemeinde zugeordnet sein. Es kann sinnvoll sein, solche einzelnen Geometrien zu mehrteiligen Geometrien zu sammeln, was zum Beispiel bei der statistischen Auswertung von Nutzen sein kann. Dies werden wir auch im Rahmen der Übung tun. Ein weiteres Beispiel, in dem Sie gegebenenfalls Geometrien zusammenfassen wollen, ist, wenn beispielsweise Verwaltungsgebiete auf der Bezirksebene vorhanden sind und Sie daraus ein umschließendes kantonales Gebiet, wie jetzt in der Schweiz, generieren wollen. In diesem Fall eignet sich die topologische Union-Operation. Liegen viele Zahlenwerte vor, macht es Sinn, wenn Sie diese großräumig zusammenfassen. In diesem Zusammenhang sollten Sie sich mit Werkzeugen der Aggregation und der deskriptiven Statistik beschäftigen. Dazu haben wir auch ein Erklärvideo zum Thema Aggregation vorbereitet. Im Zuge der Übung werden wir auch statistische Kennzahlen wie die Fläche oder die Gemeindezahlen auf diese Weise erfassen und mit der amtlichen Statistik vergleichen. Dadurch können Sie möglicherweise Fehler lokalisieren und es erlaubt Ihnen Rückschlüsse auf die Qualität der Daten. Oft macht es Sinn, geografische oder verwaltungsbezogene Einheiten mit bestimmten Attributen als Gruppe zu betrachten. Hierzu gibt es zwei Werkzeuge: logische Ausdrücke und reguläre Ausdrücke, kurz Regex. Sie sehen hier einen einfachen logischen Ausdruck, mit dessen Hilfe Sie alle Gemeinden in Deutschland auswählen können, die weniger als 5000 Einwohner haben. Mit einem solchen regulären Ausdruck, wie Sie hier sehen, können Sie anhand von Regionalschlüsseln, die 12 Stellen aufweisen, jene auswählen, die mit der Zahl 16 beginnen. Dadurch erhalten Sie alle Gemeinden in Thüringen als Beispiel. Ähnliches könnten Sie zum Beispiel mit Gemeinden in Landkreisen machen, mit gemeindefreien Gebieten und mit vielen anderen Anwendungsfällen. Eine weitere Operation, die Sie benötigen, um aus Daten Informationen zu gewinnen, ist die Klassifizierung von Gebieten anhand ihrer Werte. Im Zuge der Übung werden Sie dies tun, wenn Sie für die Karten eine Legende definieren und einzelne Wertebereiche, also eigentlich die Visualisierung, vornehmen. Sie sollten sich aber bewusst machen, dass das auch sehr wohl Teil der Auswertung und Analyse ist und Ihr Vorgehen hierbei gravierende Auswirkungen auf das Ergebnis haben kann. Achten Sie besonders darauf, dass sich die Wertebereiche in Ihrer Legende nicht überschneiden. Nach der Auswertung, in der Sie also eine ganze Reihe von Analysewerkzeugen kennengelernt haben, kommen wir zur Visualisierung. Die Visualisierung sollte zumindest eine Karte kleinen Maßstabs und eine Karte mittleren bis großen Maßstabs umfassen. Seien Sie ruhig über unsere Vorgaben hinaus kreativ. Sie können nämlich Figuren, Diagramme
und andere gestalterische Mittel ergänzen. Ist der praktische Teil Ihrer Arbeit geschafft, so sollten Sie das Gelernte gemeinsam mit der Interpretation der Ergebnisse zu einem schriftlichen Beleg verarbeiten. Wie Sie diesen Beleg strukturieren, ist ganz Ihnen überlassen. Mit den folgenden inhaltlichen Punkten sollten Sie sich aber beschäftigen. Welche Daten liegen der Analyse zugrunde? Wie sind Sie vorgegangen? Wie kommen die Ergebnisse zustande? Wie aussagekräftig oder zuverlässig sind die Ergebnisse? Welche Schlussfolgerungen würden Sie ziehen? Viel Erfolg bei der Bearbeitung. OpenGeoEDU ist ein vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Modernitätsfonds gefördertes Verbundprojekt unter Führung der Professur für Geodäsie und Geoinformatik an der Universität Rostock. Vielen Dank.